Was geht, Leute? Obito hier mit einem neuen Video. Ja, die es von euch noch nicht gesehen haben, na, jetzt hier der Spoiler. Ich habe mit Jalen gezogen. Video habe ich ja gestern, das heißt gestern, bin schon komplett durch. Das war heute Morgen um 5. Video habe ich ja schon hochgeladen. Ist echt nice. Könnt ihr hier sehen, dass ich gerade dabei bin, mit Jalen und auch Aokiji zu LB Plusen. Mir fehlen leider noch die Limit Break Mats, das heißt, da müssen wir noch die nächste TM abwarten, bis es soweit ist. Aber im Allgemeinen ist es hier jetzt mal so ein kleiner Showcase, wie das Team in Zukunft aussehen wird. Das Quick Team, was in Japan jetzt monatelang das stärkste Team war und auch auf Global das stärkste Team sein wird. Warum, wie man es aufbaut und so weiter. Es gibt einige Optionen für das Team und ich werde euch da mal ein bisschen durchführen. Und ja, später gibt es natürlich auch noch ein bisschen Gameplay. Also, die Stützpfeiler von dem Team sind mit Jalen, Kaido und Akainu, die drei neuesten Legenden auch. Ist im Endeffekt so, wir kriegen Anfang August Pirate Drum mit Shiryu. Wenn der rauskommt, ist der im Team anstelle von dem Kaku, den ich aktuell noch auf der Bank habe. Und dann ist Shiryu im Main-Lineup und der Aokiji nur noch auf der Bank. Weil das einfach das bestmögliche Fünfer-Team ist mit Shiryu zusammen. Jetzt aktuell, wo wir Shiryu noch nicht haben, habe ich jetzt halt einfach mal Kaku auf der Bank und den Aokiji im Main-Team. Das macht keinen großen Unterschied für die Stärke des Teams. Das wird mit Shiryu natürlich noch ein bisschen besser, aber das Team ist jetzt schon brutal stark. Der Grund dafür ist die Synergie und einfach die krassen Werte, die hierbei rauskommen. Wir gehen jetzt mal die Charaktere einzeln durch. Fangen wir mal hier mit dem Akainu an. Akainus Passive gibt allen Quick-Teammates Attack Up Level 5, Def Up Level 3 und gibt sich selbst in den ersten 20 Sekunden Special CT Up Level 5 und Attack Up Level 5. Genau, bedeutet also im Endeffekt einfach, er gibt dem ganzen Team ordentlichen Def Boost, gibt sich selber ATK Boost und seinen Special Charge noch schneller. Weil Special CT bedeutet immer, wie schnell das Special des Charakters ready ist. Das Special selber ist auf einem 25 CT Cooldown, was sehr, sehr low ist. Targets Enemies with a large range for attack mal 2. Okay, also ne, das macht er als allererstes. Macht dann nochmal an Strength Enemies 1,5-fachen Schaden extra. Und wenn der Special in den ersten 40 Sekunden benutzt wird, kriegen die Gegner erstmal 30% HP-Cut. Also, das ist im Endeffekt so, es kommt erst der HP-Cut, dann kommt das Special, also der ATK mal 2 und dann kommt das mit den Strength Enemies. Er ist ein absoluter Strength-Killer. Wenn der Gegner irgendein Strength-Dev-Team spielt, einfach rein. Das werdet ihr nicht verlieren. Nicht mit dem Team. Aber auch nicht gegen Strength macht er super viel Schaden. Eine sehr krasse Unit. Und das ist nur eine der vielen Units in diesem Team. Zweite Unit, Kaido, fangen wir auch wieder mit dem Passive an. Das Passive gibt allen Quick-Teammates HP ab Level 5 und Def ab Level 3. Auch wieder richtig krasse Werte. Das deckt sich in dem Team so hoch, dass es halt ein sehr, sehr, sehr tankiges Team ist, das aber trotzdem krass vielen Schaden macht. Und deswegen haben auch andere Teams aktuell keine Chance, dieses Team zu besiegen. Erste 40 Sekunden auf Battle, Attack Up Level 10, Speed Up Level 10 für ihn selber. Ist natürlich noch ein nicer Bonus. Da kommt natürlich noch einiges mehr an Schaden dann drauf. Das Special selber auf einem 26er CT auch sehr low. Normalerweise kommt Kaido immer nach Akainu durch und dann ist es meistens auch schon vorbei. Targets Enemies in Large Range, Deftone Level 3, einer der besten Debuffs von Specials im Game, auch wenn es nur für 5 Sekunden ist, ist es egal, weil es ist eigentlich nur dafür gedacht, dass in diesem Bereich des Deftones das Special noch durchgeht. Das heißt, es wird Deftone drauf gemacht und dann kommt sofort der Damage. Das ist dasselbe so wie der Shooter Lucci funktioniert. Und macht dann Attack mal 2 und All Enemies auch noch 50% Chance für Paralyse 20 Sekunden, was halt krass ist. Also, ja. Broken Unit. Mit Magellan geht's weiter. Und da geht's auch weiter mit dem Theme dieses Teams. Quick-Type Teammates, HP up Level 5, Attack up Level 5 und auch wieder Special CT für sich selber. Also wieder ein HP-Boost fürs Team, wieder schnellere Special. Sein Special liegt auch nur auf dem 27er Cooldown. Das heißt, ist dann auch super schnell ready.
Der targetet Enemies in der Medium Range, Death Down Level 3 für 20 Sekunden. Das heißt, wenn er durchkommt oder danach noch andere Specials kommen, wird's richtig ekelhaft. Dann gibt's Medium Range 1,7-fachen Schaden, also ein bisschen weniger als die anderen beiden, aber Magellan ist auch eher so die tanky Supporting Unit und dafür ist das halt schon krass. Er gibt sich selber Haste, was bedeutet, dass er einfach schneller wieder angreift. Und dann gibt es noch eine Chance 50% Haste auf einen Teammate. Natürlich auch insane. Das kann sogar so dazu führen, dass du mit Magellan das Special benutzt und dann Magellan einfach direkt wieder angreift, weil er direkt wieder dran ist. Also mit einer Normal Attack, was natürlich krass ist, ne? Und in den ersten 40 Sekunden kriegen alle Enemies nochmal Death Down Level 3 extra, wenn das da gezündet wird. Also, ja, ne? Ihr merkt schon. Wenn irgendjemand versucht, ein Dev-Team dagegen zu bauen mit Dev, Dev lässt dich nicht überleben. Wenn überhaupt, überlebst du das irgendwie. Entweder bist du schneller oder du hast mehr HP, aber es gibt aktuell, glaube ich, einfach nichts. Machen wir mal mit Stussy weiter, weil sie ja auch zum Main-Line-Up gehört. Ich wechsle dann gleich mal kurz die Szene, damit ich euch zeigen kann, was Shiryu genau macht, der normalerweise auch noch hier im Main-Line-Up wäre. Stussy ist ein bisschen overlooked. Ist aber auch in dem Standard-JP-Team drin und habe ich auch von Anfang an gesagt, wenn ihr sie habt, direkt maxen. Keine Trash-Unit, sie war halt mal Trash, weil Quick nicht gut war, aber jetzt ist Quick gut und ja, erste 30 Sekunden. Quick-Type-Teammate, Speed Level 5. Speed ist nicht der beste Buff, aber es ist halt okay, gibt dir ein paar mehr Auto-Attacks. Death Level 4, Attack Level 4 ist halt ein richtig, richtig guter Buff. Nochmal mehr Death, nochmal mehr Attack für 20 Kost, die Unit nur hat. Amazing. Genau, und jetzt versuche ich mal eben kurz die Szene zu wechseln. Genau, dann können wir nämlich hier mal kurz reinschauen. Das ist jetzt Shiryu. Shiryu hat als Passive Level 6 ATK und HP Buff für Quick. Und ersten 30 Sekunden Level 3 Special CT für Quick, also wieder noch schnellere Specials. Einfach nur krank. Und sein Special selber, zweifache ATK in Damage zu einem Gegner in Large Radial Range. Erste 30 Sekunden 2000 Fix Damage to one Strength Character. Ja, wie gesagt, gegen Strength Teams natürlich schon wieder noch mehr Auto-Win. Ansonsten natürlich einfach dieses Team bufft sich einfach in die Unendlichkeit. Ne? Das ist einfach super krass. Okay, das war jetzt nur ein ganz kurzer Ausflug in Shiryu Land, weil er ist ja noch nicht da. Er kommt erst in ein paar Tagen, kommt er glaube ich aber schon raus. Dann gehen wir mal die anderen Units hier in dem Team noch durch. Da haben wir einmal V3 Aokiji. Fangen natürlich auch hier mit der Passive an. Bei ihm ist es halt so, und das ist halt auch der Grund, warum er dann in dem Main-Team nur auf der Bank gespielt wird, er gibt dem Team halt keine Tankiness. Er gibt halt dem Team nur Speed. Speed und Attack. Und das sind einfach nicht die besten Buffs im Game. Also sein Passive ist eher schlecht. Sein Special wiederum ist gut. Targets Enemy in Large Range, zweifach Damage, wie fast alle anderen. Und High Attack Enemy, 100% Chance, Special Bein, 10 Sekunden. Das Problem daran ist, viele High-Attack-Enemies, die du herausforderst, vor allem die im Side-Team, sind einfach immun gegen Special Bind. Das heißt, er ist dadurch schon definitiv ein bisschen schlechter, aber trotzdem halt gut. Und vor allem, wenn man einfach Platz auf der Bank für eine Legende hat, ist er halt trotzdem die beste Wahl. Aber das ist halt der Grund, warum er dann am Ende nicht im Main-Team landen wird, wenn man Shiryu hat. Weil das einfach nicht gut genug ist, so overall, als Unit. Obwohl er trotzdem ziemlich krass ist. Und ja, deswegen werde ich ihn trotzdem AB Plus machen, weil er halt dann zum Team dazugehört. Ja, und den Rest brauche ich eigentlich nicht groß vorzustellen. Ne? Das sind einfach diese Standard-PvP-Units. Ich meine, ihr wisst, was Sobermas macht, ihr wisst, was Whitebit macht. Und ja, das war es erstmal so für den theoretischen Part des Teams. Und dann werde ich euch jetzt gleich mal in Action zeigen, wie das mit dem Team aktuell auch ohne Shiryu schon so abgeht. Viel Spaß dabei. So, ich habe jetzt eine ganze Weile versucht, ein Full Power Psy-Team zu finden. Also sogar mit Bank noch, aber war jetzt nicht möglich. Das ist halt auch einfach nicht so leicht. Aber im Endeffekt ist das Team unten das, wogegen du spielst. Und wenn du das Main-Team besiegst,
ist es sowieso vorbei bei dem Team. Da wirst du dann nicht mehr sterben. Deswegen kann man auch genauso gut das hier jetzt mal als Showcase angreifen. Wir greifen das jetzt einfach mal an. Und wie gesagt, denk dran, das Team von mir ist jetzt hier noch nicht komplett fertig. Da fehlt halt Shiryu. Das ist halt aktuell noch eine etwas andere Version, obwohl es sich dann ungefähr gleich spielen wird. Jetzt sehen wir erstmal, dass die ganzen Buffs hier reingehen. Guckt euch das an, da kommt halt ordentlich was an Def und HP rein. 10 HP, 10 Def ist drin in dem Team. Specials sind noch am Chargen. Das Psy-Team, ne, keine Panik, das wird häufiger die Specials zünden als ihr mit eurem Quick-Team. Gar keine Frage, einfach weil die noch ein bisschen mehr Special-CT haben. Der Enel ist extra so gebaut, Kizaru auch, dass die halt die ganze Zeit so zünden. Das ist jetzt die Version ohne Kizaru im Endeffekt. Kaido ist noch nicht ready, schade. Deswegen zündet wahrscheinlich jetzt, es zündet Akainu zuerst. Jetzt seht ihr das hier, hier kommt der HP-Cut und da kommt der Damage direkt hinterher. Magellan ist fast gestorben, weil die ATK-Reihenfolge jetzt hier ein bisschen unglücklich war, aber er hat es noch überlebt und zündet vorher. Gibt dem gegnerischen Team auch noch einen Death-Down. Da habt ihr das mit dem Haste gesehen. Jetzt ist Magellan wieder ganz oben. Stassi nimmt hier einfach eine Unit raus mit ihrem Special gratis. Jetzt kommt Aokiji rein. Und ja, jetzt ist es schon Game Over. Kaido kommt noch. Ripperino. Und guckt euch das an. Mein Main-Team, eine oder zwei Units waren jetzt kurz davor zu sterben. Seine Specials waren aber auch schon fast alle durch. Und meine Bank ist halt auch noch insane, ne? Ihr dürft es nicht vergessen, dass hier halt einfach noch Whitebeard und Sobermask von der Bank kommen. Was halt einfach noch so ein Tank-Squad ist. Also vor allem Late-Game. Da geht da nochmal einiges mehr ab. Natürlich, die Gegner haben das auch. Und der hätte das mit seinem Side-Team wahrscheinlich jetzt auch noch gehabt. Nur es hätte keinen Unterschied mehr gemacht. Weil selbst wenn er bei ihm jetzt Whitebeard und Sobermask reingekommen wären und mein Team noch irgendwie gekillt hätten, hätten mein Whitebeard und Sobermask sein Whitebeard und Sobermask danach einfach gekillt. Jetzt gucken wir mal hier, das war jetzt das Psy-Team. Jetzt versuche ich mal, vielleicht das Slasher-Team noch zu finden, einfach mal zum Zeigen. Oder irgendwas Starkes. Ja, das ist mir nicht stark genug. Das ist irgendwie random. Ein paar Units drin. Ja, Mirror brauchen wir nicht gucken. Mirror ist halt sinnlos. Vor allem, wenn das Team noch nicht fertig ist. Das ist auch nicht das richtige Psy-Team. Oder auch nicht das richtige Slasher-Team. So, gucken wir mal nochmal weiter. Ich werde das nachher sowieso zusammenschneiden hier. Wahrscheinlich. Wenn die Sucherei jetzt noch lange dauert, dann werde ich das zusammenschneiden oder vorspulen. Dagegen Int brauchen wir auch nicht spielen. Das ist auch irgendwie ein weirdes Team. Das ist auch nicht... Da ist auch einfach random wieder irgendwie ein Oden drin oder so. Ich will halt schon die perfekten Teams raussuchen und nicht irgendwelche weirden Teams. Aber ist halt echt schwer, weil das hier ist halt aktuell noch Vorrunde. Und die Leute spielen hier halt auch sehr viele Bay-Teams einfach. Um halt ein paar Devs zu generieren. Und fast keiner spielt jetzt so knallharte Dev-Teams. Mache ich auch nicht. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig. Aber ihr seht ja, wie lange ich hier brauche, um ein Team zu finden, was meiner Meinung nach stark genug ist, dass es halt hart werden könnte oder dass es halt ein bisschen schwieriger wird. Dann lass uns mal da unten das Slasher-Team nehmen mit Law, mit dem Special Bind und so. Weil das ist so ein ziemlich gefährliches Team, actually, würde ich sagen. Noch, wenn du noch gegen Slasher spielst, sieht das noch gefährlich aus, weil du hier halt Special Bind abbekommst. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob Kaido oder Akainu oder Magellan irgendjemand da gegen Special Bind immun ist. Hier habe ich nicht geguckt. Könnte sein. Wir werden es gleich sehen. Weil wir kriegen das von Law hundertprozentig sowieso ab. Also, das wird so oder so passieren. Ja, hier wird jetzt wieder alles erstmal entspannt aufgeladen. Sein Kizaru ist fast tot durch Normal Attacks. So viel ATK hat man. Ihr müsst das immer, guckt euch das mal an. Mein Team, die Units haben, Kaido hat 32 ATK. Ne? Das macht dann schon einen Unterschied. Und guckt, das habe ich gemeint. Kaido ist immun gegen Special Bind. Aokiji ist immun gegen Special Bind. Magellan ist immun gegen Special Bind.
Du brauchst mit dem Team praktisch dann vor nichts mehr Angst zu haben. Das ist hier wahrscheinlich schon GG jetzt. Ja, das ist einfach nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Du wirst mit Slasher leider gegen Quick oder gegen Psy keinen Blumentopf mehr gewinnen. Das ist einfach absolute Katastrophe hier. Ja, gut. Slasher brauchen wir, glaube ich, nicht mehr herauszufordern. Das wird immer so enden. Ne? Das ist egal, was da noch von der Bank kommt. Ich versuche jetzt wirklich nochmal, es ein hartes Full-Power-Psy-Team zu finden. Also ein richtig hartes. Ich kann nichts versprechen, weil das ist hier echt schwierig. Ihr seht ja, wie oft ich refreshe. Mit Dex brauche ich nicht herauszufordern, das ist ein Auto-Win. Trotzdem. Oh, ist das ein bisschen mehr Full Power? Da hat der 5 Main-Team-Units drin und da sind zumindest noch Sober Mask von der Bank. Dann nehmen wir halt mal das. Ich glaube, viel besser wird es jetzt nicht. Ich meine, to be fair, ne? Mein Team ist ja auch noch nicht Full Power aktuell. Da fehlt ja Shiryu. Das wird ja noch schlimmer. Deswegen passt es, glaube ich, schon. Ja. Ja, es ist halt krass, wenn du siehst, was da allein an Buffs verteilt wird. Ich meine, beim Gegner auch. Logisch. Guck dir das an, meine normalen Attacks machen auf einmal nicht mehr 1600 Schaden, sondern 400. Weil Psy halt auch einfach gut ist. Ist ein gutes Meta-Team, auf jeden Fall. Eine gute Alternative, wenn man Quick nicht hat. Mit Psy besiegt man eigentlich auch alles, was nicht Quick ist. Und ich glaube, du kannst auch mit Psy gegen Quick gewinnen. Ich werde auch so im Game mal verlieren. Kann auch sein, dass ich das jetzt verliere. Weil es gibt sowas wie eine 100%ige Winrate, gibt es in dem Game einfach nicht. Ja, das ist halt einfach, wenn die Specials ungünstig zünden, dann verlierst du solche Games auch mal. Aber das zum Beispiel jetzt hier, die Units von ihm stehen furchtbar, sodass Akainu es tatsächlich geschafft hat, nur eine Unit zu treffen und jetzt stirbt wahrscheinlich mit Jelen, bevor er gezündet hat. Seht ihr, das ist so dieses Unlucky Game, was ihr zwischendurch dann mal habt. Jetzt hat nämlich eine Unit vorne das Special geblockt und alle Angriffe geblockt, sodass die hinten alle keinen Schaden bekommen haben. Ja, ne? Deswegen werden wir mal sehen, wie das Game ausgeht. Da hat jetzt aber einer Paralyse abbekommen, was ziemlich cool ist. Er wird viel Schaden machen. Jetzt gucken wir mal, wie der Whitebeard hittet. Der Whitebeard hittet gut. Wir sind noch bei 53 Sekunden. Das heißt, könnte sein, dass sein Sobermaß noch nicht so ultra krassen Schaden macht. Aber ja, es hält sich in Grenzen. Aber ja, ihr seht, das Game wird sehr, sehr close und ich werde es wahrscheinlich verlieren. Höchstwahrscheinlich werde ich es verlieren, ja. Oder auch nicht. Ich habe nämlich gerade gesehen, wer ready ist. So, und das ist der Grund, warum ihr Sober Mask immer, egal wie ihr euer Team baut, was auch eure Argumentation sein sollte, immer auf Position 8 packt und nie auf Position 7 oder 5, so wie es mein Gegner halt auch gemacht hat. Weil es einfach nur wichtig ist, dass ihr am Ende, wenn noch 30 Sekunden übrig sind, zündet. Ihr habt ja gesehen, wie viel Schaden er gemacht hat. Und Kaku war auch noch gut hier. Und wie gesagt, das war jetzt so mal das typische Beispiel noch von so einem Game, wo halt Sachen schief gehen, wo auf einmal seine Units irgendwo stehen, die Specials ungünstig zünden und einfach das Team dann stirbt. Ich glaube, mit Shiryu im Team wäre das nicht so knapp gewesen, aber guckt es euch an, wir hatten Pech, die Specials waren ungünstig und am Ende haben wir trotzdem gewonnen. Also, ja, ne? Das sollte so zeigen, wie stark das Team tatsächlich ist. Klar, dieses Game hätte man auch mit ein bisschen noch mehr Pech verlieren können, aber es gibt in diesem Game keine 100%ige Winrate. Die werdet ihr nie erreichen mit keinem Team. Es kann immer mal durch RNG so schlecht laufen, ne? Dass es halt dann auch mal zum Lose kommt.
Ja, ne, das war's erstmal. Ich glaube, so drei Games reichen erstmal. Wenn Championship ist, werde ich nochmal extended Videos machen mit meinem Gameplay. Da könnt ihr dann mal alles reingucken, wenn ich dann nochmal Quick Mirrors spiele und so. Ich habe nämlich vor, ein bisschen höher zu ranken dieses Mal. Und ja, ne? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da und schaut doch mal bei mir auch auf Twitch vorbei. Und ich wünsche euch einen sehr, sehr schönen Tag, dann ein sehr schönes Wochenende, ne? Und haut rein, Leute.